Also, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Und wir starten durch in Modörrichstunde Astronomie. Ja, eigentlich wollte ich in der letzten Folge das Thema mit den Unverzeihlichen angehen. Aber irgendwie sagt das Spiel, nö. Hieß nicht. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich aufhört. Leg los! Ach hier! Gut. Na dann starten wir durch Astronomie und so. Warte mal. Ich möchte jetzt eigentlich nicht da oben. Warte mal, Astronomieturm habe ich doch bestimmt schon irgendwas frei. Ja, das wird auch die letzte Folge werden, die ich heute aufnehme. Ich will auch noch ein bisschen was heute Fernseher gucken und so. Dann mal sagen wir noch mal, sich nicht schaffen. Sekunde. Okay, sieht man sogar außerhalb. Und er ist wieder da drinnen. Muss das wieder hoch oder was? Das muss hier irgendwo sein. Ist hier drin, hier drin. Oben? Reveille. Stimmt hier drin irgendwas? Hallo Homura. Ach, ich sag ja, ich mach wieder. Jetzt haben wir so viele Dinge zu entdecken. Bist du hier hoch oder was? Ah, ich sag ja, ich mach wieder Dinge. Ei. Ja, die ist oben. Aber wo? Das kann ich ja. Ich kann ja auch Stufe 2 Schlösser machen. Leider noch keine Stufe 3. Easy peasy. Was wollte ich das so?
Reveal. Ja, ein bisschen Geld, super. Hier ist die Truhe. Auch ernsthaft? Einmal mitgenommen, Handbuchseite. Bam. Ja. Hier ist noch eine Truhe, oder was? Genau. Gut. Jetzt aber. Ja, manchmal sind wieder Dinge irgendwo passiert, die ich eigentlich nicht hervorgesehen habe. So, wir wollen eigentlich in Astronomieunterricht und ich mache wieder Dinge, wie gesagt, die ich eigentlich nicht will. Viele Seiten suchen. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen, Professor Schaar, Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. So, fokussieren. Dann fokussieren wir mal. Fokussiert. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von... Oh, Mimimi, ist das nicht der Cheater? Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Also weiß ich nicht, Astronomie und Hallo. Wahrsagen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Oder ein scheiß Schleimer. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Danke. Das ist sehr nett von dir, Amit. Ja klar, es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Natürlich, ich habe das. Es ist das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Mach du mal. Ich finde Amits Teleskop im Lager. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Der ist doch ein Hund, oder? Moment, ist das eine Anspielung? Ist das eine Anspielung gerade? Weil Sirius war ja
ist ja Sirius Black. Das ist ja soweit eigentlich ganz klar. Und sein, er ist ja, ach, wie heißen die, Animagus, genau. Und kann sich ja in einen großen schwarzen Hund verwandeln. Das könnte eine kleine Anspielung sein. Und dazu eine Mieturm. Ist das nicht die Stelle auch? Ja, es ist die Stelle, wo Snape in Anführungszeichen Dumbledore ermordete. Und es gibt ja tatsächlich mehrere Easter Eggs. Und ich hatte ja euch schon mal eins zeigen wollen. Und zwar, warte mal, muss ich jetzt, wo ich da erzählen? Achso, ich muss verschauen. Warte mal, hier ist ja noch eine Treppe. Warte, hier ist bestimmt irgendwas noch, was ich machen muss. Mache keinen, wohlgemerkt. Halt weiter ran, Puseide. Und zwar nochmal 3. Wie viel haben wir noch kurz mittlerweile? 26 oder 150. Ah, gut, wir haben noch, ein paar Sachen. Astronomie-Altäre 01. Ja. Das ist ein altes Teleskop. Sieht brandneu aus. Also, sorry, nochmal, was ich hier mal setzen wollte. Also, Astronomie und Wahrsagen, das wären so Sachen. Ich weiß nicht, ich würde mich übelst langweilen. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man nutzen. So, finde Amit auf der unteren Plattform. Da ist er doch. Also, oh, hallo. Es ist nett, dass er uns sein Teleskop gibt, aber wie gesagt, ich halte das gerade so ein bisschen für Zeitverschwendung. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Ah, ich dachte mir schon, dass die Sache mit dem Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder so. Aber bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Ich will dein Teleskop gar nicht sehen. Jo, klingt aufregend. Ich will zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Ja, wir müssen. Wie gesagt, ich hab's gerade ein bisschen für Zeitverschwendung. Also es ist wahrscheinlich so die mindestens mit einer der langweiligsten Missionen. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Achso? Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Ja gut, wir sollen ja in Hogwarts unter anderem, habe ich ja gerade mal ganz kurz gesehen, dass wir Altäre suchen sollen. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ja. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Ehrlich, ich muss jetzt hier vorpreschen. Warum führst du uns nicht an? Mach du mal. Finde den Astronomie-Altar. Was, wie faxen jetzt? Da unten? Okay. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Schrauben. Oh, warte mal. Oh, sicher.
Eingesperrte Badewanne. Ins Zentrum. Rebellion. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo ist denn der? Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Einer alten Astronomenchronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Ja. Warum faszinieren die Sterne? So? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen. Aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Okay, dann habe ich keine Fragen mehr. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. So. Rebellion. Wo muss ich denn da hin? Folgt ihr mir jetzt? Ja. Jetzt willst du mich verarschen? Muss ich jetzt ernsthaft dem jetzt... Ich muss da rein heute. Ist das richtig so? Warte mal, ich muss mal ganz kurz mein Muster wieder umbauen. Nämlich auf Lumos, ich sehe sonst nämlich nicht. Alter Mann, das blind und so. Lumos. Lumos. Jetzt muss ich da rein, oder? Nee. Das kann es nicht so richtig sein. Also er sagt, das Altar muss ja irgendwo in diesem Raum sein. In diesem Raum hier sein. Ja, auch nicht. Oh ja, geh mir doch ein bisschen hinterher die ganze Zeit. Auch nicht. Lumos. Lumos. Was hat das denn damit zu tun? Das ist, total, das ist doch das Ding hier, oder nicht? Sieht doch so aus, das wäre doch das Ding hier. Nee. Oh, warte mal. Nee, das hat doch irgendwas damit zu tun. Da hinten ist das irgendwann, oder was? Nee, ist doch schon wohl richtig zu sein. Also da muss ich aber wahrscheinlich doch raus. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach, geh mal weg doch. Zum Arbeiterschüler. Gefunden. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Die Leier, okay. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Hm. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Ja, wie du meinst. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Halt's nur ab. Ich werde deine Aussage zitieren.
Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Quartieren auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Yippie. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Ich meine, wenn wir 100% Let's Play machen wollen, tatsächlich, dann müssen wir tatsächlich alle finden. Ich finde die Dinge jetzt gerade uninteressant, muss ich zugeben. Wie gesagt, es tut mir leid. Immer schön den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Aber Altäre, ja, okay. Mein Gott, ist es jetzt so halt. Wie gesagt, zwischendurch. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir was machen und was auch immer, ne? So, was habe ich denn jetzt auf der Mission? So offen. Aber irgendwie noch eine Hauptmission jetzt offen. Außer die eine da hinten. Wir müssen benötigte Schuhe 100. Ich muss Vegadium Leviosa lernen. Eigentlich müsste man theoretisch betesten, wenn immer so Tentacula oder Raune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Gut, das ist nicht das Problem. Aber eigentlich, um diese Mission zu machen, müssen wir hier Vegadium Leviosa, müssen wir das lernen. Ich brauche eine Windemoser Tentacula. So. Und sonst haben wir eigentlich gerade nur noch Nebenaufgaben, ne? Eigentlich brauchen wir. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir werden in der nächsten Folge einen Freund der Tat machen. Die Mission mit Sirona in den drei Besen. Ich guck mal gerade. Talente. Ich habe Talentpunkte. So, was haben wir hier? Okay, brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Zaubersprüche. Die könnte funktionieren. Und das würde ich nehmen. So. Inventar. Gut, das sind wieder Handbrustzeiten. Ja. Ich habe am Anfang gar nicht mitbekommen, was das für Dinger waren. Weil ich habe die Seiten gesehen. Ja, klar, natürlich. Der Badeanzug des Wahrheitsfinders. Ah, jo. Handbrustzeiten. Hogwarts-Hut. So, Logs, wir fehlen uns jetzt, glaube ich, nur noch nicht mehr allzu viele. Doch, 55, klar. So. Na, mal gucken, was wir für Sammlungen haben noch. Da wäre noch was. Ich höre jetzt eh auf, wenn ich müde werde langsam. So, gucken wir mal. Was haben wir hier noch? Eine Quidditch-Tafel. Okay. Schade, dass wir Quidditch nicht kriegen. Nicht haben spielen dürfen. Das wäre schon geil. Die wäre schon geil. Für unser Haus zu spielen. Aber wer kommt, was nicht kommt, kommt noch. Hier haben wir noch die Zaubertränke, die haben wir nämlich geholt, Gott sei Dank.
So, dann haben wir hier noch irgendwas mit dem Besen, Erscheinungsbild, genau. Ein würdiger Besen mit beeindruckender Optik. Der Nachttänzerbesen. So, hier haben wir noch weitere Seiten eingesammelt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt gerade nichts. Wir sind Level 18 mittlerweile. Achso, Red Hood, müssen wir nochmal einen Raum der Wünsche, ne? Das machen wir jetzt. Ich will wissen, was sich dahinter verbirgt. Wie gesagt, die Folge ist noch nicht so lang. Deswegen. Karte, Moment. Karte von Hogwarts. Hogwarts. Geheimen Räume. Da ist er. So, jetzt muss ich jetzt gucken. Wir reisen mal kurz im Raum der Wünsche. Ich pack die Dinger mal aus. Ich will wissen, was dahinter sich versteckt. Vielleicht lohnt sich da irgendwas. Nee? Warte mal kurz gucken. Wo ist mein tolles Maschinchen? Bist du mein tolles Maschinchen? Nein, bist du nicht. Ich will mal gerne mal. Was ist mein tolles Maschinchen? Lumos. Was ist das? Das ist meine Tränkestation. Das war das Gedenk. Das war mein tolles Maschinchen. Ich hab's doch. So, was haben wir denn Schönes? Bis auf das Uhrwerkmotiv, der Fransenschal ist alles besser als das, was wir jetzt gerade haben. Gucken wir gerade kurz, was wir noch so haben an Ausrüstung. So, ich gucke gerade. Oh, oh. Das nehmen wir mit. Warte mal kurz. Dann müssen wir uns mal, warte mal. Haben Sie Schale, habe ich schon gesagt, da war doch irgendwas, ne? Palmettenschale, gut. Wir nehmen den hier, weil wir dann die Offensive halt haben. Hier ist der Verteil. Ja, ja, ich setze gleich die Dinger ab, wie gesagt. Hier können wir noch mal ein bisschen Offensive raushauen. So. Die Handbekleidung. Ja, das können wir, die Dinge können wir nämlich die verkaufen. So, ich guck mal gerade, was ein Wesen macht. Wir gucken uns die Hand. Boah, boah. Wir nehmen den Nachttänzerbesen. Reduzierter Schaden des Spinnen. Legendär. So, ich muss mal kurz mein Dings ändern. Kopfbekleidung. Ich bin kein Fan von Kopfbekleidung. Nehmen wir raus. Schals brauche ich nicht. Den nehmen wir wieder rein. Und Handschuhe. Hogwarts und Schulzbruch. Gut. Fahrt zu Freischalten, alles klar. Gut.
Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt noch wissen muss? Ja, hier, das Loch. Gut. Ich bin da mal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy. Und dann machen wir weiter, wie gesagt, mit der Aufgabe für die gute Sirona. Wir müssen mich in die drei Besen. Das heißt, wir teleportieren uns gerade mal ganz kurz schnell nach Hogwarts. Nach Hogsmeade. Und in der nächsten Folge. Warte mal, ich habe hier noch einen Raum, ne? Kenn ich ja das so. Warte, da ist doch noch irgendwie eine Möglichkeit, die Truhe zu holen. Das könnte die letzte Truhe sein, die jetzt auf der Liste noch fehlt. Du bist natürlich ein Schloss 3, Stufe 3 Schloss, natürlich. Na gut, in der nächsten Folge quatschen wir mit Sirona und dann oder gucken wir mal, was die so möchte. Ich komme nicht ran. Ich will mich das Säckchen nicht ran. Sekunde, ich will das Säckchen noch haben. Gib mir das Säckchen. Protego. Jo, für 19 links. Rebellion. Guck mal, ist doch eine Kiste, da links, ne? Oh, die waren das. So, damit haben wir eine weitere Herausforderung abgeschlossen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich raus, bevor hier noch irgendwas passiert. Wir sehen uns wieder morgen um 16 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt, bei Hogwarts Legacy.